Willkommen zurück zu Assassin's Creed Liberation, nicht Liberty. Und wir sind jetzt in Sequenz 3 angekommen. Nochmal die Szene. Moment. 1768, New Orleans, 3 Jahre vergehen. Die französische Kolonie wird an Spanien übergeben. Die Geschäfte florieren, bis die Kolonisten rebellieren. Diesmal auch komplett vorgelesen. Und da sind wir wieder als Dame, die mit dieser Tür interagiert. Ah, wir gehen erstmal einfach rein, okay. Guten Tag, was geht hier ab? Guten Tag. Na, was geht ab, ha? Naja, so viel ist das jetzt auch nicht. Nun gut, wir laufen hier einfach mal schön gediegen hier einmal herum. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hin müssen. Der streicht schön die Tür. Guten Tag. Beim niedrigen Volke. Niederen Volke. Und ich hoffe, wir sind jetzt hier richtig, aber ich denke mal, sonst wären wir nicht direkt davor gespawnt. So, hier kommen wir nicht durch. Wir laufen einfach mal schön dem gegebenen Pfad entlang. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir irgendwelche Bücher. Recht viele Bücher, die aber... Können wir hier was öffnen? Nö, nicht möglich. Ist aber nicht schön aufgeräumt, muss ich sagen. Sollen wir hier schon sein? Ich weiß es nicht. Weil... Ich guck mal kurz auf die Karte. Ich kann nicht auf die Karte gucken. Haben wir hier hinter noch was? Irgendwelche Schuhe? Tja. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich doch noch nicht hier hin. Ich weiß nicht, wieso mir dann überhaupt die Möglichkeit hier gegeben würde. Obwohl wir noch gar nicht hier drin waren, glaube ich. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Warten wir. So, dann gehen wir mal in die Richtung, die uns die Karte vorgibt. So, bewege dich. Ja, ach was. Auf eine Bank zu. Ja, aber wieso sollte ich das? Ich kann es mal kurz machen. Sitzen wir kurz. Gehören zu den beiden Leuten. Kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass das ist. Und wir gehen aber erstmal weiter, weil auffällig, wie wir sind, interessiert sich keiner für uns. Haha. Bevor... Na, wahrscheinlich kommen wir nicht als Dame an die Kiste. Von daher machen wir erstmal hier weiter. Und reden mit... Mit wem bist du? Na gut, im Pub den betrunkenen Kapitän fragen und herausfinden, was er weiß. Senorita. Bonsoir. Ich bin eine Freundin von Kapitän Dominguez. Ist er an Bord? Zu dieser Stunde. Der Kapitän ist in der Taverne. Wo sonst? Vielen Dank. In der Taverne? Aha. Jetzt sind wir irgendwo anders, okay. Wir sollen ihn jetzt hier irgendwo finden. Alter, sind das viele Leute. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier außen rum her. Irgendwie müssen wir da jetzt anscheinend rein. Und das ist hier wohl der richtige Weg. Wieso ist der... Anscheinend, weil er die wichtigste Person ist. Kapitän Dominguez. Farewell and adieu to you, best Paris ladies. Farewell and adieu to you, das ist das Einzige, was ich bin. Ich bin Carlos Dominguez. So sieht man sich wieder. Ach ja? Ihr...
3 kommt mir bekannt vor. Doch ihr seid alle in meiner Kabine willkommen. Ich bin Manns genug für... Ich glaube nicht. Oder wir vergnügen uns gleich hier. Wisst ihr etwas über Rafael Joaquin de Ferrer? Ich fürchte, er ist nicht eingeladen. Was habt ihr mit ihm zu schaffen? Er zahlt für einen Transport hin und zurück nach New Orleans. Das ist alles. Ich transportiere Dinge gegen Bezahlung. Dinge bezahlt. Transport bezahlt. Hin und her. Und her und hin. Was hat er vor? Warum New Orleans? Ich weiß es nicht. Senor de Ferrer ist ein sehr, sehr verschwiegener Mann. Hab Dank für eure Zeit, Kapitän. Leicht betrunken, der Kerl. Und wir sollen wieder zur Villa der Grand Compré zurückkehren. Ach, hier sind wir wieder. 100 Meter, ja, das schaffen wir wohl. Da laufen wir auch ein bisschen hin. Wieso sollte ich jetzt Herren betören? Wir laufen einfach mal weiter in die Richtung. Auffällig sind wir ja nicht. Da oben ist anscheinend der Schatz. Mehr Respekt, der, was auch immer. Und da müssen wir anscheinend wieder mal hin. Mal gucken, was... Da oben ist wahrscheinlich irgendwas. Was es diesmal zu berichten gibt. Gucken wir mal. Let's go. Ach, wir dürfen selber laufen. Okay. Wir müssen aber nach oben. Wir können natürlich hier wahrscheinlich auch noch am Klavier spielen. Nee, schade, leider nicht. Leider nicht. Ist natürlich alles... Nicht alles ausgereift, weil es halt nur ein PS Vita-Port ist. Also ausgereift schon, ne? Aveline, auf den Beinen, immer unterwegs. Doch inzwischen zu Hause, Papa. Monsieur Blanc sagt, du erweist meinem Geschäft große Dienste. Unserem Geschäft. Denn eines Tages erbt es dein Ehemann. Oh, Papa. Du weißt, ich kümmere mich lieber um mich als um einen Mann. Genauso stur wie deine Mutter Jeanne. Wenn sie dich nur sehen könnte. Kann sie nicht. Nein. Aber vielleicht bist du nun alt genug. Es ist nicht viel. Nur eine Seite. Aber aus ihrem Tagebuch. Bitte nimm sie. Mama. Vielen Dank, Papa. Die Tagebuchseite nehmen. Die haben wir doch gerade bekommen. Aber wir können sie auch gerne noch einmal nehmen. So. Im Pub. Volle Synchro. Das war's schon. Können wir uns die nicht irgendwie... Moment. Das ist wahrscheinlich unten. Können wir uns die nicht irgendwie in unserem Menü oder so... Hier, warte. Können wir uns die hier angucken? Geräte, nö. Wo, haben wir noch irgendwo ein anderes Menü? Das wäre jetzt mal interessant. Inventar. Tagebuchseiten. Auswählen. Heute geben M mir Buch und Stift für Üben. A auch. M sagt, Buch ist teuer, doch Buch besser als Zeichnen in Sand. Es ist Geschenk, weil wir lernen gut. Er ist nett. Ich muss Buch verstecken. Buch verboten für Sklaven. Okay. Da ist wohl einer mit der Sprache nicht ganz so bewandert. Hier haben wir ein Alligator-Ei. Okay. Und hier haben wir noch ein paar unsere Waffen. Dann gehen wir mal wieder schnellen Schrittes hinab. Und ich denke mal, wir reden dann nochmal mit unserem Stiefvater, war das, glaube ich. Ich weiß es nicht. Wir gehen nochmal kurz hier ins heimliche Gemach.
Können wir uns hinlegen? Wahrscheinlich nicht. Probiere ich nicht aus. So. Und da sind wir. Erinnerung beginnen. Ich hab's nicht vorgelesen. Ach, guck mal. Papa, du hast mich erschreckt. Ich wollte nicht stören. Deine Musik ist atemberaubend. Du könntest jeden Mann damit betören. Du schmeichelst mir zu sehr, Papa. Die Ehre gebührt meinem Lehrer. Ich bin nur ein Instrument seines Willens. Wie gesegnet wir sind mit einer Tochter, die ihre Talente friedlich einsetzt und nicht wütet in den Straßen von New Orleans. Es gibt so viele Unruhen seit der Ankunft der Spanier. Nun, ich will dich nicht vom Üben abhalten. Ich habe eine Nachricht von Monsieur Blanc. Wenn du Zeit hast, hilf ihm bitte am Lagerhaus. Aber sei dann schön vorsichtig. Die Straßen sind nicht sicher für eine Dame. Mach dir keine Sorgen, Papa. Ich werde mir die größte Mühe geben. Ich weiß, dein Charme und deine Anmut sind deine Rüstung. Ach ja. Er will ja eigentlich nur das Beste für uns, ne? Aber es ist halt was anderes, was wir wollen. Als Dame verlassen wir das Haus. Und wir sollen den Aufruhr untersuchen. Ja, da wurde wahrscheinlich lange an diesem Spiel lokalisiert. Ich guck nochmal kurz, ob wir von hier aus hier irgendwie direkt den Schatz bekommen. Anscheinend nicht, schade. Und springen können wir ja nicht als Dame. Von daher bleibt uns der Schatz vorerst verwehrt. Und wir gehen mal in die Richtung, ein bisschen flotter. Und was ist da los? Bonjour, Prächt. Folterknechte! Entführer! Wir wollen antworten! Schmutzige Schweine! Zurück in die Sümpfe! Wie viele sollen noch verschwinden? Haut ab! Sonst kriegt ihr einen Grund zu protestieren! Fäuste einsetzen, um meinen Gegner niederzuschlagen. War das der Richtige? Na komm schon. So. Das ging ja irgendwie einfach. Genug. Der Mann ist besiegt. Du missbrauchst die wenige Macht, die du hast. Ja gut. Lass mich gehen. Also. Worum geht es hier? Es gibt immer mehr Entführte bei uns, oder? Es gibt sie eher nicht mehr. Deshalb sind wir... Habt ihr Beweise, dass die Spanier beteiligt sind? Seit ihrer Ankunft sind es immer mehr geworden. Immer mehr? Das Leben war nie leicht. Jetzt ist es schlimmer. Ein Aufruhr wird eurer Sache nicht helfen. Ihr braucht Beweise. Ja, und wie sollen wir die bekommen? Ich weiß nicht. Noch nicht. Tolle Hilfe bist du. Das heißt tatsächlich den Aufruhr? Ein Aufruhr? Okay. Mit Geralt am Lagerhaus sprechen. Ist das ein Hexer? Nein. Gehen wir mal dahin. Und wir betören gleich einfach jemanden, würde ich sagen. Und dann geht alles klar. Was haben wir denn da vorne für Sachen? Ja, wir laufen gleich in die nach rechts, nach links meine ich. Jetzt laufen wir erstmal nach rechts. Ach, hier ist noch eine Tagebuchseite. Okay, Wachen verhindern den Zugang. Nein, ich bin weg. Ich bin weg. I'm away. Ach nö. Ich will eigentlich keinen Ärger jetzt mit euch anfangen, vor allem nicht als Dame. Und bei
dem Bekanntheitsgrad, den ich gerade habe, sollte das auch alles noch machbar sein. So. Schade. Pech gehabt. Komme ich hier durch? Ja. Habe ich es geschafft? Nein, natürlich nicht. Komme ich hier irgendwie weiter? Nein, leider nicht. Hallo. Alter, lass deine Dame in Ruhe. Hallo, ja, klatsch mir zu. Was wollt ihr denn? Mist. Das ist blöd. Ich laufe einfach mal direkt dahin und versuche das damit zu interagieren. Anonym werden, okay. Ich will aber nicht mit euch kämpfen, Mist. Da ist der Sound plötzlich weg.